Es geht heute darum, was du meiner Meinung nach tun solltest, um deine körperlichen Ziele in diesem Jahr zu erreichen und was du auf keinen Fall tun solltest. Heute ist ja der Tag, an dem es losgeht mit dem Ausführen und Einhalten der neuen Vorsätze fürs kommende Jahr. Oder doch erst morgen, denn heute ist ja der 1. Januar und dann auch noch Sonntag. Nee. Gut, dann ab Montag. Hallo, mein Name ist Sven Schulze. Ich bin seit jetzt fast 20 Jahren Trainer und seit über 40 Jahren Leistungsathlet in verschiedenen Sportarten. Für alle, die neu hier sind auf diesem Kanal, es geht um Fitness, Gesundheit, Lifestyle und Mindset-Themen für Männer ab 40. Auch wenn vieles, was ich hier sage, ebenfalls für jüngere Männer und oft auch für Frauen zutrifft, wähle ich die Themen aber immer so, dass sie vor allem für Männer über 40 interessant und von Bedeutung sind. Es tut mir regelmäßig weh, wenn ich sehe, wie die breite Masse an Menschen täglich verarscht wird. Aber bitte keine Angst, das wird hier kein Politikkanal werden. Es geht weiterhin um Fitness und Gesundheit. Natürlich, zum Betrügen und Verarschen gehören immer zwei. Der Betrüger und der Betrogene. Wenn ich so doof bin und glaube, dass ich ganz leicht und im Schlaf 400 Kalorien die Nacht mehr verbrenne, wenn ich nur diese kleine 5-Minuten-Routine vor dem Schlafengehen mache, dann habe ich auf jeden Fall meinen Anteil, meiner Meinung nach einen großen Anteil, zum Verarschtwerden beigetragen. Diese Werbung gibt es wirklich. Was soll man denn in 5 Minuten machen, dass man 400 Kalorien mehr verbrennt? Eine Line Speed vorm Schlafengehen ziehen? Dann haben wir da noch unseren Stoffwechseltypen, der jetzt das große Geheimnis der Stars lüftet, warum die immer alle so toll aussehen. Nicht wegen der Genetik oder der eventuellen OPs und Botox. Nee, weil die ein Nahrungsmittel essen, welches Stoffe enthält, die sich ins Bindegewebe einlagern und es straff und fest und schön machen. Dieses Lebensmittel kennen natürlich nur die Stars und ihre Berater. Aber wenn du sofort auf den Link klickst, dann bekommst du das Geheimnis verraten und die Stars sind jetzt schon sauer, weil bald alle Menschen so toll aussehen wie sie. Und im Abnehmbereich sind wieder die üblichen unterwegs und erzählen dir, dass du nur diese paar Mikronährstoffe brauchst und dann wirst du so schön und stark und muskulös wie sie. Versprochen. Da frage ich mich doch, warum sich ganze Fakultäten und Forschungszweige mit Anti-Aging, Adipositas und Langlebigkeitsmaßnahmen beschäftigen, wenn man doch nur so ein paar Kleinigkeiten machen muss, um straff und schlank zu werden. Keiner sonst weiß davon, aber du jetzt gleich schon und alles ist ganz günstig zu haben. Das ist wirklich irre. Es klappt seit Jahrhunderten. Früher waren es die so diese Elixiere zusammengemischt haben und dann auf dem Jahrmarkt schreiend angeboten haben. Hier, nimm das einmal täglich und all deine Leiden, egal welche, sind Vergangenheit. Dann wurde der Bucklige, der auf Krücken stand, auf die Bühne geholt, um den Trank auszuprobieren. Nach dem ersten Schluck warf er die Krücken in die Luft und rief: Seht, ich kann wieder gehen. Und im Grunde ist es heute nichts anderes. Mach diese eine kleine Sache oder nimm dieses Supplement und dein Leben wird sich dramatisch verändern. Der Bucklige mit den Krücken wird heute ersetzt durch tolle, unglaubliche Vorher-Nachher-Stories, die aber meistens gefaked sind. Machen wir es kurz, wenn es einfach, bequem, schnell und geheim und unter Verschluss oder nur ein paar Menschen wussten es bis jetzt ist, dann ist es fake. Hör einfach auf, weiterhin zu hören oder wenn doch, dann nur um dich zu amüsieren. Positive körperliche Veränderungen sind immer anstrengend und aufwendig, um nur zwei Adjektive zu nennen. Eine Sache noch, die überaus wichtig ist in diesem Zusammenhang. Ändere nicht ständig deine Vorgehensweise. Lass dich nicht hin und her reißen. Mache jeden Morgen diese 5 Übungen, sagt der eine auf YouTube. Der andere sagt, mache keine Übung am Morgen, sondern meditiere und so weiter. Wenn du am Morgen Übungen machen willst, dann mache ruhig die 5 Übungen. Aber höre nicht auf, weil jemand sagt, meditieren am Morgen ist besser. Mach dir einen Wochenplan für Training und Ernährung und bleibe für mindestens 3 Monate dabei, bevor du etwas änderst. Man muss konsequent sein. Eine kleine Geschichte dazu.
Einer meiner Klienten kaufte sich ein spirituelles Buch und befolgte die Anweisung in dem Buch. Es ging darum, wie man sein Unterbewusstsein programmiert, affirmiert und seine Gedanken auf Erfolg ausrichtet. Er kaufte sich kein zweites Buch in dieser Art. Er hatte nur dieses eine Buch. Einige Jahre später war er mit seiner Firma Marktführer in Europa in seiner Branche. Er befolgte täglich die Anweisungen in diesem Buch. Hätte er noch ein anderes Buch aus diesem Bereich gelesen, dann hätte er vielleicht seine Vorgehensweise, sich mental zu programmieren, über den Haufen geworfen und es mit der Methode aus dem neuen Buch versucht. Lange Rede, kurzer Sinn. Entscheide dich und ziehe eine Sache durch. Befolge nicht alle Ratschläge, die sich toll anhören. Außer meine selbstverständlich. Ich gebe dir jetzt mal einen kleinen, nicht vollständigen Einblick in meinen Alltag, der vom Aufstehen bis zum Wiederaufstehen auf Gesundheit und Fitness ausgerichtet ist. Ich dusche morgens mindestens 2 Minuten eiskalt im Winter. Ab März gehe ich dann jeden Morgen im See schwimmen. Ich gehe jeden Tag 10 Kilometer mit meinem Hund. Zusätzlich trainiere ich mindestens 5-mal in der Woche 1 Stunde mit Gewichten in allen Energiebereichen. Also Muskelaufbau, Kraft, Kraftausdauer und auch Ausdauer. Ich esse selten draußen, meistens mache ich mein Essen selber. Die Lebensmittel sind durchweg hochwertig, alles ist das beste Bio, das ich bekommen kann und nur sehr wenig ist verpacktes und verarbeitetes Zeug. Ich gehe jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett und optimiere meinen Schlaf durch Supplemente und andere Gewohnheiten. Dann verwende ich Supplemente, die auf Grundlage von Tests angebracht erscheinen. Mein Arbeitsalltag als Personal Trainer ist anstrengend. Ich mache Übungen vor und bin die ganze Zeit aktiv, baue Hanteln auf und wieder ab und so weiter. Im Anti-Aging-Bereich mache ich alles, was die neuesten Erkenntnisse sagen. Das heißt bei mir zum Beispiel seit ca. 3 Jahren NMN, Resveratrol, Betain, Metformin und für die Haut Tretionin und noch viele andere kleine Dinge und Hexen mehr. Ich sehe täglich, wie sich Klienten anstrengen müssen, um sich zu verbessern. Und das nicht nur beim Training, auch zu Hause, beim Essen und im Alltag. Glaubst du wirklich, dass du mit ein paar Euro Aufwand das hinbekommst, wofür andere 100.000 Dollar ausgeben und einen Stab von Ärzten, Trainern und Ernährungsberater beauftragen? Egal, was du erreichen willst, mehr Muskelmasse, weniger Fett oder einfach eine bessere allgemeine Fitness. Mach dich auf einen längeren Weg gefasst. Das Allerwichtigste ist, anzufangen. Am besten mit einem Plan, einer strukturierten Vorgehensweise. Analysiere deinen Alltag und verbessere ihn an den Stellen, an denen du ihn verbessern kannst. Nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Werde lieber jeden Tag ein bisschen besser. Zum Beispiel verändere die Mahlzeit zuerst, bei der es dir am leichtesten fällt. Meist ist es, wo der soziale Druck am geringsten ist. Und das ist bei den meisten das Frühstück. Beginne nicht gleich mit 3-mal Training in der Woche, sondern vielleicht nur mit 1-mal und steigere dann auf 2-mal. Wenn das etabliert ist, dann geh auf 3-mal. Solltest du noch nicht spazieren gehen, dann beginne am Wochenende mit einem Gang am Sonntagnachmittag. Fang nicht gleich um 5.30 Uhr früh an. Und wenn doch, dann erstmal nur an einem Tag. Steigere das auch langsam. Füge nach und nach eine Maßnahme nach der anderen langsam ein. Der Grund ist die täglich begrenzte Willenskraft. Wenn du auf diese Art und Weise etwa 1 Jahr vorgehst, dann verspreche ich dir, wirst du am Ende des Jahres echten und langfristigen Erfolg haben. Da jeder Mensch mit seinem Alltag und seinen Lebensumständen einzigartig ist, muss jeder seinen eigenen Gesundheitsplan finden und durchziehen. Auch mein Online-Kurs Radikal Fett verbrennen kann nur ein Wegweiser sein. Aber ich denke, mit ihm ist es mir gelungen, viele wichtige Hinweise und konkrete Maßnahmen strukturiert zu formulieren. Mein Ziel ist es, mit meinen Videos hier auf YouTube und den Online-Kursen eine Ausbildung zu geben, mit der man dann selbstständig handeln kann. 2 Zitate, die dich motivieren sollen, deine Vorsätze in diesem Jahr zu erreichen. Ein großer König sagte: Es ist wesentlich schwerer, sich selbst zu beherrschen, als ein ganzes Volk. Und Lao Tzu sagte: Wer andere beherrscht, ist vielleicht mächtig, aber wer sich selbst beherrscht, ist noch viel mächtiger.
Lerne dich selbst zu beherrschen. Ich wünsche dir ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.